Wo ist es denn? MMA-Handschuhe. Übrigens, ich hab hier einen Fisch für dich. Fuck. Halt! Nicht schießen! Alles gut! Ich weiß, was ich tue! Was machst du da? Nichts! Gebracht! Der hat gerade zugeschlagen. Ich dachte, ich wäre. Bald, was ist hier los? Du warst mit den Zombies hier drin eingesperrt? Mein Stiefvater will Mutters Testament. Sie hat alles mir. Damit werde ich jemanden umlegen. Er hat die Zombies angelockt und mich eingesperrt. Ich sterbe. Sehr reich. Wollte ich ihm zuvorkommen. Wusste ich's doch, dass das nicht alles war. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe dem Scheißkerl ein falsches Testament vorgelegt. Das echte habe ich bei mir. Das ist echt interessant. Oh, schade, der ist rausgegangen. Oh. Nichts zu töten ändert nichts! Okay, schön. Danke, Mann. Ich hab dir eine Knarre gegeben. Ness. Yeah, Baby. Und dann aus seiner Waffe ein Heavy Metal gemacht. Ich bin Versicherungsvertreter. Hey, Arschloch! Den armen Jungen, das wird vergessen. Der Deal ist geplatzt. Der und Arm? Na sicher. Er ist stinkreich. Und wenn seine Alte dumm genug war, mich zu heiraten, steht mir das Geld zu. Tut mir leid, aber um aus der Scheiße rauszukommen, muss ich alle Zeugen beseitigen. Lass mich in Ruhe, hast du total irre? Entschuldigung! Entschuldigt sich dann auch noch. Der wird in diesem Leben keinen mehr betrügen. Will der alte Sack. Konnte deine Mutter ihn heiraten? Sie wollte ein Auto kaufen und braucht den Mittel. Aber jetzt sollte es vorbei sein. Sieh, amigo. Da oben können wir aber immer noch hin. Was hast du denn? Jetzt nervt er uns auch hier. Hau ab, Junge, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will nicht konstant von irgendwelchen Begleitern verfolgt werden, die nichts können. Die können Zombies ablenken. Da oben gerade einen Namen gesehen. Hugo Boss. Hugo Boss. Warum ist das ohne Grund jetzt explodiert? Warum habe ich mit dem explodierenden Hammer keinen Special Finisher? Keine Ahnung. Warum ist der automatisch hier? Ja. Gut. Ich brauche was Trinken. Ich habe den gerade mit Heavy Metal gekillt, indem ich Heavy Metal auf ihn geworfen habe. Ness. Und dann hast du da wieder einen, auf den schießt du mit einem Granatwerfer und das überlebt er einfach. Ich hab's. Verschwinden wir hier. Ja. Oh. Jawoll, ja. Cooler Schlitten. Cooler Schlitten. Warum kommt der bei mir drauf? Keine Ahnung, weil der dir folgt.
Gut. Oh, der kommt mir schneller vor. Da fahre ich mit. Du musst wenigstens keine Umwege fahren, weil das ist dich. Ich fahre dafür aber lahm. Du hast aber Nitro dafür. Ja, das voll kurz anhält. Ne, ich kann es länger anhalten. Ja. Und wie fährst du hier so? Gar nicht, weil ich in der Sackgasse gefahren bin, wo ich nicht weiterfahren kann. Bist du rechts reingefahren? Nee, ich bin die Klippe runtergefahren. Rechts konnte ich nicht lang, weil da auch zu war. Da kannst du durchs Haus. Hm. Den Weg kennst du. Den haben wir schon so oft gefahren. Dann haben wir ein anderes rechts, du und ich. Ich hab das richtige rechts. Auf rechter rechts. Ich hab noch 600 Meter, bis ich da hinten bin. Jetzt bei dem Eisenbahndingens, wo wir so oft schon durchgegangen sind. Doch. Man sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich weiß ja nicht, Mann. Ich würde manchmal echt alles dafür geben, zu wissen, woher dieses komische Tattoo kommt. Oh oh, das Auto ist hin. Was passiert hier? Das Auto ist hin. Hin. Das ist kein Auto, das ist ein Motorrad. Steig ein! Schweine! Alter, dein Auto ist so hin, dass das ein Motorrad ist, das hat noch zwei Gassen. Finger weg! Wie lange brauchst du noch? Ich gehe. Wieso? Hä? Wieso gehst du? Ich hab, weil ich kein Auto hab. Du hattest doch ein Motorrad. Ja, aber das finde ich in der Sackgasse gefahren, wo ich nicht raus konnte, wie gesagt. Weil ich von der Klippe runtergefahren bin. Na, war durchgefahren. Ja, weil du ein kleines Piss-Motorrad hast. Ich wäre auch mit deinem Motorrad da durchgekommen. Nee. Bin schließlich auch schon mit Autos hier durchgefahren. Kommst jetzt mal. Ich habe keine Anfrage bekommen. Du hast mehrfach eine bekommen. Die wurde mir nie angezeigt. Jetzt wird mir die angezeigt. Einfach durch den U-Bahn-Schacht da durchgefahren. Gut. Oh, ihr seid das. Du hast mich erschreckt. Ich habe Angst, dass was Schreckliches reinkommt. Noch da ist was Schreckliches reingekommen. Ja, schicker Lack. Ich dachte, er wäre längst tot, Nick. Und er ist auch stabil? Ja, ja, ihm geht's gut. Glaube ich. Leider haben wir ein Video erhalten, das den Tod der Präsidentin bestätigt. General Hemlock hat angekündigt, das Kriegsrecht bis zur gesamten Ostküste auszudehnen. Die Ansteckungsgefahr sei immer noch zu hoch. Hemlock wird die Begrenzung von Los Perdidos im Zuge der Rettungsoperation selbst besuchen. Oh Gott, was ist das nur für eine Welt? Schatz, ich muss herausbekommen, wo wir die Teile finden. Gib mir ein paar Stunden. Amerika. Gib mir ein paar Stunden. In Amerika kannst du auch mal eben die Präsidenten einfach umbringen. Oder was? Ja. Das geht einfach so easy. Genau. Bombenprügel. Mann. Mann.
Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Die fahren sich einfach den Elementarstab machen, ganz easy. Eine Rock'n'Roll-Braut in Felicia Ladies Fashions in Central, Mann. Vielleicht geht da ja was. Vielleicht geht da ja was. Das ist wieder auf der anderen Seite, aber hey, ich fahr rüber. In dem kaputten Wagen, den ich hier gelassen habe. Kommt bestimmt noch eine andere Quest dazu, also. Ich hab grad kurz gelernt, eine Sekunde, ich bin gleich draußen. Schon lange weg. Ich hab dich da noch weggefahren gesehen, fick dich. Ach, voll weit weg schon. Da ist der andere Anruf. Hey, Kumpel, ziemlich mitgenommen. Da kannst du hin. Geh in Frieden, Mann. Okay. Geh in Frieden, Mann. Das sind Polizisten gewesen, die rumgeschossen haben. Oder zumindest Soldaten. Runter von meinem Rasen. Ihr rot heute. Was? Kennst du es nicht? Ich dachte, das hat den Charakter jetzt gesagt. Nö. Und eigentlich sagt er auch nicht runter von meinem Rasen, sondern runter von meinem Diorama, ihr rot heute. Was? Ihr traurigen Missgeburten. Jeder will ein Stück von mir, also stellt euch an. Der Welfer, was er anzubieten hat. Was hast du da an? Oh, Schätzchen. Sei doch nicht so naiv. Der hat Fleisch. Couture. Meine Fans bei der Gala hätten es geliebt. Wieso nur? Oh, halt, vielleicht liegt es an all dem rohen Fleisch, das du anhast. Schätzchen, mach doch kein Drama. Aber vielleicht hast du recht. Du gehst doch mit mir shoppen, oder? Die Frau hat ja einfach... Jo, hungriger Mann im T-Shirt-Laden in Central. Beobachtet die Zombies. Mich wundert echt nichts mehr. Gut, frisst die wie Drachen, eat the rich, ja. Die Zeit ist perfekt, um kann ich dir zustimmen. Look neu zu definieren. Geh voran, Lakai, geh voran. Schaff mir meine Fans vom Leib. Was für ein Stück Dreck. Im Ernst? Was für ein Stück Dreck. Sieh Gott, dass da, wo ich hin muss, kann ich nicht mit einem Fahrzeug hin. Ich muss da laufen. Ja, wow. Für ein bisschen. Also ich habe mit richtig viel Zeit verschwendet. Und die Frau hier hat einfach Fleisch als Klamotten an. Das ist österreichisch. Fast. Die hat so eine Wurstkette halt einfach um den Hals. Das ist wie so ein Tannenbaum. Warum kämpft die mit? Warum nicht? Du hast weitere Attributpunkte bekommen. Hey Nick, du hast es geschafft, Mann. Anscheinend lebt in der großen Villa bei Big Bucks in Sunset noch jemand. Untersuch die Villa. Ha. Wie komme ich da hoch? Das wird gehen. Willst du mich beleidigen? Hier. Wie nett. Ich hab was Tolles nicht gefunden. So.
Ithaka. Bist du auf Ithaka? Hä? Nee. Warum ist da oben Jose? Jose? Jose, Strafe Nummer C. Ja, schießt euch recht! Bis! Steht die Frau da unten? Ich bin Bruno Mars! Das sieht gut aus. Fett. Warum? Ja. Ich bin am Arsch! Nein, Frau. Wunderbar! Wenn meine Agentin völlig zerfetzt wäre, hätte sie das geliebt. Ich bin einfach Bruno Mars jetzt. Und dumm. Keine Ahnung. Übrigens, ab Level 50 kriegst du keine Level mehr. Habe ich mir fast schon gedacht. Da kriegst du nur noch Attributpunkte. Komm rein, Frau, kämpf hier nicht. Sayonara. Warum? Wir sind in Kalifornien, nicht Japan. Sag dir einfach Sayonara. Perfekt. Ein wenig angestaubt, aber an mir wirkt alles absolut futuristisch. Oh Mann. Irgendwie hast du einen ganzen Schrank in deine Tasche gepackt. Bis auf ein paar Schuhe. Ein paar weise Worte für dich. Such dir einen guten Anwalt, schlaf nie mit deinem Agenten und trage stets gute Schuhe. Selbst bei einem Zombie-Ausbruch? Weise Worte, ja? Ja, meine Worte, Schätzchen. Und meine Autobiografie. Mühelos schön. Oh ja, Schuhe. Warum ist sogar Nord explodiert? Steckt nicht mal eine Waffe aus dem Rohr. Jetzt soll ich neue Schuhe für die finden. Gut. Ist die größer als ich? Den ganzen Kopf fast. Ich will, glaube ich, vollständige Lebensregeneration. Jetzt übrigens gemacht, dass meine Waffen vollkommen auf Vans zerstören. Was, ja. Was sind das jetzt hier für Missionen? Mach das jetzt 5000 Mal. Bist du Speer vom Begriff? Speer vom Begriff. Speer vom Begriff. Bist du das? Keine Ahnung, aber hier in dem Gebiet, wo ich bin, sind ziemlich viele Missionen scheinbar. War eine Tür verschlossen, die Frau hat die einfach aufgekickt.
Aber ich kann das nicht. Gut. Oh, das sieht nach einem fulminanten Comeback aus. Findest du nicht? Verflucht. Schätze, die Vegetarier schön. Der Welt werden das eher mögen. Ich will bezaubern. Ha, siehst du? Mühelos schön. Lakai, als Lohn für deine Mühen mache ich dich zu meinem Assistenten. Ha, okay. Versuch nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Schätzchen, für Aufmerksamkeit lebe ich. Komm mit, die Stadt wartet. Modeopfer. Disco-Schuhe. Disco-Stew. Hat News for you. Echt jetzt? Ich kann nicht diese Bunny-Schuhe anhaben. Was? Das ist nicht gut. Okay, wir geben das Spiel zurück. Wir haben auch Let's Play auf. Wenn man keine Bunny-Schuhe anziehen kann, was ist denn der Sinn dahinter? Das ist nicht gut. Gibt's hier denn auch? Das Ding ist Schrott! Ach, das da vorne war von dir. Die Mission. Ich hab gedacht, da muss ich jetzt gleich mal hin und gucken. Ah, nee. Frau folgt mir übrigens immer noch, aber jetzt hat die wenigstens was Vernünftiges an und nicht Fleisch. Nein, steig nicht auf, Frau! Ich warne dich! Meint, ich wäre der Assistent. Nicht jetzt. Noch 4 Statuen. Nein, spring nicht auf! Was soll das denn immer? Nicht zieh raus hier! Sorry! Oh, Scheiße! Oh Mist! So, geht doch. Was haben wir denn da vorhin für eine Mission? Elektroschock. Hab ich eine elektrische Waffe? Mein technisch gesehen, ja. Ich vergesse auch, aber ich hab keine Zombies. Jetzt sind welche. Ja, easy. I'm doing my part. Sprich mit Marcus. Marcus. Reiß dich zusammen, Nick! Brownlee? Marcus Brownlee. Dass wir in Page sind. Ich weiß halt immer noch nicht, wer das ist. Das soll irgendein YouTuber sein. Ich glaube nicht mal Will Smith kennt den wirklich. Er hat wahrscheinlich einfach noch einen braunen Arsch oder so. Deswegen heißt er auch so. Damit meine ich, der bräunt sich in der Sonne oder so. Keine Ahnung. Nee, der Chest. Der wischt sich den Arsch nicht richtig ab. Langsam werde ich sauer. Der wischt sich den gar nicht ab. Gar nicht ist auch nicht richtig. Aber es ist falsch. Ich bin hier auf irgendeiner Yacht. Gut. Kaputt! Kann sein, dass die mit dieser Mission hier zu tun hat.
Aber du musst ja mit Markus sprechen. Markus. Ja, und der ist 800 Meter von mir entfernt. Ja, fahr hin. Wenn ich ein Auto hätte. Stehen überall welche. Du musst nur gucken, wo Licht an ist. Ja, tue ich, aber wo ich hier gerade bin, sind halt gerade keine. In unmittelbarer Nähe. Da ist eins. Welche Straße muss ich nehmen? Mark S. Brownlee. Einfach dem Highway folgen. Für 5 Kilometer. Keine Kratzer im Lack. Ich mach mal, dass ich unzerstörbare Fahrzeuge krieg. Okay. Zombie-Mengen durchtauchen gibt's auch bei Gewandtheit. Hola, amigo. Alles klar soweit? Si, si. Heute ist ein guter Tag. Sieh doch, wie die tollwütigen Teufel ihre Feinde verschlingen. Diese Geldsäcke. Gestern. Du hast überlebt. Ja. Und heute. Die Zombies sind richtig hungrig. Sie töten Menschen. Du klingst fast, als würdest du sie bewundern. Sie haben offensichtlich Cojones, oder? Sie haben sich gereckt. Nicht lange gefackelt. Die haben Eier. Die Zombies, meint der. Gut. Zu Hause bin ich Professor der. Der amerikanische Traum. Er hat Cojones gesagt. Und was machen diese Putas aus dem. Okay, dann diese R. Und ihre Scheiße geschaut. Mein Diplom akzeptieren sie nicht. Die Zombies lassen sich nicht gefallen. Ich bin aber Zombies, die erlegen. Ich hab ihren Rasen gemäht und ihre Scheiße geschaufelt. Warum reden wir nicht an einem sicheren Ort? Nicht so schlimm. Bring mir von dir Fleisch. Ich will dir etwas zeigen. Jetzt will er hier Fleischbrocken haben. Wo krieg ich denn Fleischbrocken her? Zombies. Ja, aber wo? Stop living on dreams. Kann die ja leider nicht zerbröckeln. Ein Autoauspuff, aber kein Fleischbrocken. Fleischbrockenauspuff. Oh, ich kann Kirjo sein. Will ich denn Kirjo sein? Hier ist ein Hawaii-Hemd. Du kannst Kilgen sein. Ah. Ja, Kilgen. Part 3 Jojo wollte ich gerade sagen. In Part 3 Jojo. Fucking fass mich nicht an, Mann. Das ist ein Fleischbrot. Das ist ein Fleischbrot. Dreckiger! Bleib stehen, du Lump! Wow, das selber heilen, das dauert viel zu lang. Hier ist dein Fleisch. Ich glaube, es ist halt ein 1000%iges Upgrade im Vergleich zu vorher. Hält sich trotzdem übelst langsam. Ich meine, was erwartest du? Dass die schneller heilt? Gib es mir! Ich brauche es! Ich geb dem das Zombiefleisch. Gib es mir! Ich brauche es!
Gut. Ich brauche es. Ich hol sie aus dem Schrank die ganze Zeit. Oh, da habe ich noch einen Fleischbrocken im Schrank. Ich will Markus nicht dabei haben. Gib es mir. Warum ist der bei dir? Ne, der stand gerade, dass er beigetreten ist. Und dann meinte ich, nö. Hau ab. Okay. Und dann ist er weg. Gib es mir. Ich brauche es. Der hat das gegessen. Gut. Das wollte ich nicht sehen. Gott, ja. Fühlt sich gut an. Das ist meine Rache. Ich esse die Reichen. Der isst die Reichen. Ich meine, ja, eat rich. Reichenfleisch. That's how it's supposed to work. Vielleicht findest du mehr. Wenn du mich nur berührst, bist du tot. Alles klar? So, jetzt die Villa untersuchen. Da müssen wir wieder hochfahren. Aber das ist, glaube ich, dort, wo ich die ganze Zeit rein wollte. Ich warte nicht auf dich, Junge. Ich will nichts mit dem komischen Typen Zombiefresser zu tun haben. Hau mal ab hier. Und er haut direkt ab. Runter vom Auto! Komm, blöden Mann, renn! Hier schon drin? Ah, hier war ich noch nicht drin. Wenn du in alle Werkstätten reingehst, kriegst du einen EP-Bonus aus irgendeinem Grund dafür. Nice.